Yo, meine Freunde, herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Aufnahme von Murdered Soul Suspect, wo wir das letzte Mal hier stehen geblieben sind und unsere Dämonen besiegt haben, bevor er uns einmal fast umgebracht hätte. Ja, ich habe jetzt da müssen noch einmal kurz schnell die Dämonen umbringen, weil das hat er sich leider nicht gespeichert. Aber ich glaube, das kann man mir verzeihen. Und ich schaue mal, was ich hier jetzt in den Wohnungen hier finde, denn wir müssen ja noch unseren eigenen... unseren eigenen Tod, sage ich jetzt einmal, herausfinden. Und andererseits... müssen wir ja auch noch, den Tod... als, ja, wie soll ich sagen, Bonus-Kapitelchen herausfinden, was mit der anderen Frau passiert ist im Waschraum. Hey, cool, was machst du in der Badewanne? Stromschlag oder aufgeschlitzte Pulsader? Also was war's, Stromschlag oder Pulsadern? Rasierklinge. Es sollte nur die Rasierklinge sein. Das haben die Stimmen gesagt. Die Musik sollte mich nur ablenken, bis ich verblutet bin. Das Radio war also nur ein Unfall? Ich habe mit dem Schnitt begonnen. Das warme Wasser hat meine Haut so weich gemacht. Aber ich konnte es nicht. Das Radio ist vom Rand gerutscht, als ich aus der Wanne wollte. Ich wollte nicht sterben. Es waren die Stimmen in meinem Kopf, die mich tot sehen wollten. Das tut mir leid, Kleiner. Ja, das ist ein bisschen schief gegangen, würde ich sagen, ne? Shh. Hören Sie das? Stille. Das stimmt, ja. Shh. Ah, sagst du immer das Gleiche. Das? Stille. Die Wohnung ist ein bisschen fad, da kann man sonst nichts machen. Geisterhafte Bilder. So. Okay, die schläft. Kann man auch nichts machen. Fahrt. Ach, ist jetzt Fahrt wirklich. Huch, was haben wir denn da noch gesehen? Ah, dann nur ihn. Naja, gut, okay. Wenn man hier nichts machen kann, dann gehen wir halt wieder raus. Fade Nummer, wirklich. Dann würde ich sagen, wir gehen mal hier rein. In 3B. Das ist der schlimmste Geburtstag aller Zeiten. Was meinst du? Wir haben Bier, den Fernseher, was willst du mehr? Keine Ahnung. Eine Party vielleicht. Tja, oh. Wir könnten nach Boston fahren. Nach Boston fahren? Ich schätze, das ist eine Idee. Was? Wie machen wir das? Rein logistisch. Sollen wir dein Auto nehmen? Naja, einfach wäre das auch nicht. Parken und das Fahren und das Benzin und alles. Klingt stressig, Alter. Fast zu stressig. Und so teuer wie das Benzin gerade ist? Ja, der helle Wahnsinn. Wir Rumhänker braucht kein Benzin. Guter Einwand. Sehr guter Einwand. Mein Geburtstag dauert eh nur noch ein paar Stunden. Dann kehren wir ins echte Leben zurück. Was ist der Sinn einer Party, wenn man sie planen muss? Dann wäre es ja Arbeit. Tschelöl. Warum muss man immer rausgehen, um Abenteuer zu erleben? Meine Party heißt nicht, dass ich alles allein machen muss. Für mich wäre es okay, wenn wir einfach einen Film gucken würden. Tschelöl. Die Stadt in Panik versetzt hat. Diese Sonne.
Na, was hängst du so da? Hey, du bist es. Du bist berühmt. Zieh dir das in die Glotze rein. Passt schon, danke. Das war's? Du solltest dir das ansehen. Es ist irre. Nein, ich spiele wieder nochmal Poltergeist. Ja, scheint auch nicht so zu nutzen. Ne, da ist keiner. Was sind eigentlich diese ganzen Geister, die was einfach verschwinden dann? Was wollen die von mir? Wir können nur Poltergeist spielen, das war's. Schade. Sonst haben wir da nichts. Ein ziemlich fettes, großes Badezimmer. Und das, genau das hätte ich nämlich auch gerne in meiner Wohnung. Eine Badewanne und eine Duschkabine. Oh, wie geil wäre das, bitteschön. Das wäre so ultra geil. Okay, da haben wir nichts. Ah, da sind wir jetzt da wieder, okay. Na, da gibt's nichts. Da gibt's leider nichts. Ein Satz mit X. War wohl nix. Ich liebe es. Tja. Na gut, dann verlassen wir diese Wohnung hier auch. Was ist das für eine Wohnung hier nochmal? Ah ja, mit dem hier, genau. Die fade Wohnung. Schon wieder ein Stiegenhaus. Hasse es. Ah, jetzt sind wir endlich. Ich muss Sie bitten, Abstand vom Tatort zu halten. Ich fürchte, die Untersuchung läuft noch. Der Typ wurde aus dem Fenster geworfen. Genaueres wissen wir noch nicht. Aus dem Fenster geworfen? Von wem? Ja, warum fällt mir keine originelle Frage ein? Warum antwortet er Jill nicht? Sie stellt wichtige Fragen. Nein. Ich sollte bei diesen Leuten bleiben, wenn ich gehe. Ich möchte jetzt nicht allein draußen sein. Was fürchten Sie? Dass wir Angst vor Mörder bekommen? Die haben wir längst. Gott, warum erzählen Sie uns nichts? Das hier ist keine Party. Es soll ein Mord aufgeklärt werden. Warum will jeder die ekligen Details wissen? Scott sollte sich mal entspannen. Mann, sag ihnen einfach, was los ist. Sie finden es eh bald raus. Tja, lol. Aber hier haben wir noch was Schönes. Wieder zwei Geister, die was einfach so verschwinden. Noch eines. Dann haben wir ein nasses Grab, die Geschichte. Und hier kommen wir nicht rein, nicht durch, aber dafür. Ey, wartet doch mal, hab Schiss. Herrgott, dafür kommen wir hier rein. Hey, Broyles, hast du das Mädchen gesehen, das hier wohnt? Wenn sie auftaucht, sag mir sofort Bescheid. Verstanden? Neuer Hinweis, Baxter sucht das Mädchen. Geschenk meiner Mom. Ich frage mich, was der Mörder hier überhaupt wollte. Was habe ich übersehen? 14 Hinweise. Bist du deppert? Meine Primärwaffe. Ah, enthüllen. Du kannst Erinnerungsrückstände in diesem Reich enthüllen. Was hat der Mörder getan?
suchend. Yeah. Der suchende Mörder. Er hat hier drinnen irgendetwas gesucht, aber was? Nur was? Treffen mit Ronans Eltern. Normal sind es die Verlobten, die nervös wegen dem Treffen mit den Eltern des Auserkorenen sind, aber ich freute mich darauf und Ronans Eltern waren aufgeregt. Sie strauchelten, einen guten Eindruck zu hinterlassen. Ronans Dad fuchtelte die ganze Zeit mit seinen Händen herum, als versuche er, seine plumpe Natur zu unterdrücken. Es war süß und Lillian ist ein Rohdiamant, so ein gutes Herz. Ich hoffe, Sie verstehen, wie sehr ich Sie mag. Ein- oder auspacken. Neuer Hinweis, gepackter Koffer. Wenn jemand für die Abreise gepackt hat, warum sollten sie das zurücklassen? Tja, gute Frage. Psychologische Kinderzeichnungen. Arbeitet die Mieterin mit Kindern? Dies scheinen psychologische Skizzen zu sein. Und das weg, dass da nicht neu steht. Die Pistole habe ich ja schon angeschaut. Genau, die kann ich ja nicht mehr anschauen. Oh, hier haben wir das letzte Teilchen. Ein nasses Grab abgeschlossen. Eine Reihe mysteriöser Erinnerungen gesammelt. Ich erinnere mich noch immer an die Anzeige für die Regal Apartments in der Zeitung. Viele sahen in ihnen nur schäbige, heruntergekommene Löcher. Aber ich sah einen Ort mit Geschichte und Charakter. Ein Ort voller künstlerischer Inspiration. Bald war ich offizieller Mieter von Apartment 3A. Im Rückblick wünschte ich wäre dort nie eingezogen. Meine neue Wohnung hatte mehr Charakter als erwartet. Die Teppiche waren merkwürdig feucht, die Rohre rostig und ich konnte den Mieter unter mir hören, der gegen die Wände schlug und lauthals schrie. Sicher, es gab noch andere Probleme, aber mit denen konnte ich leben. Womit ich nicht leben konnte, war Duschen mit braunem Wasser. Mysteriöse, undichte Stellen, die den Teppich schimmeln ließen und dem nervigen Nachbarn. Ich rief den Klempner. Der ankam, als ich gerade ein Wörtchen mit dem Typen unter mir reden wollte. Als ich ihm die nassen Stellen auf dem Teppich zeigte, kratzte er sich am Kopf und erklärte, nichts leckte und der Grund sei vermutlich, dass ich etwas verschüttet hätte, ohne es zu merken. Hielt der Typ mich für dämlich? Ich hatte nichts verschüttet. Er entschuldigte sich, zuckte mit den Schultern und meinte, ohne Leck gäbe es nichts, was er tun könnte. Er machte mit der Dusche weiter. Zum Glück hatte das Wasser kein Problem damit, braun zu werden. Er dachte, es könnte am rostigen Boiler liegen und ging, um ihn sich anzusehen. Ich nutzte die Gelegenheit, um mich um den Mieter unter mir zu kümmern. Ich klopfte, aber niemand antwortete. Die lauteste Wohnung des ganzen Hauses war völlig still. Ich versuchte, die Tür zu öffnen und rechnete damit, dass sie verschlossen war, aber sie ging einfach auf. Der Raum war leer und die unheimliche Stille wurde von langsamen, feuchten Schrittgeräuschen unterbrochen. Ich sah noch immer niemanden, doch zu meinem Entsetzen erschienen auf dem Boden nasse Fußabdrücke, die auf mich zukamen. In diesem Moment hörte ich den Klempner aus dem Boilerraum unten schreien. Als ich unten ankam, war der Klempner fort, aber er hatte den Grund für das braune Wasser gefunden. In dem alten Boiler fand sich eine aufgeblähte, verfaulende Leiche, deren weit aufgerissene Augen mich vergeblich flehend anstarrten. Die Polizei ermittelt noch in dem Mord und der Vermieter hat versprochen, den Boilerraum zu renovieren. 3A ist wieder zu haben. Ich bezweifle, dass ich mich je wieder sauber fühlen werde. Boah, Dave, jetzt stell dir das einmal vor, ey.
Das ist ein Boiler und da drinnen befindet sich eine Leiche. Ah, wie Teufel. Wie krank ist denn das, ey? Oh, iaiai. Anzeichen eines Kampfes. Meine Konfrontation mit dem Mörder hat zu einem wilden Kampf geführt.